Ey Leute, was geht? Ellotrix ist hier und so und jetzt sind erstmal noch ein Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Heute lasse ich mich mal wieder ganz gediegen, ganz locker flockig über das weibliche Geschlecht aus und da darf natürlich Biber NATO nicht fehlen, meine Freunde. Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Biber hier am Start und heute werden wir über das weibliche Geschlecht ordentlich abflamen und dazu hat Vegas die beste Story des Jahrtausends, wie wir ordentlich über die dumme Dreckschlappe abflamen. Jo Leute, was geht ab? Hier ist Vegas, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Ellotrix, seinem Kanal. Wie gesagt, hier wie schon vom Biber vorabgenommen, ich habe euch jetzt heute mal eine Geschichte zu erzählen über eine junge Dame, die ich vor kurzem kennengelernt habe. Und die ziemlich meinen Kopf vergewaltigt hat. Und zwar hat das Ganze so angefangen, ich habe die halt kennengelernt so. Und da habe ich halt so gemerkt, okay, die mag mich so, war halt eine relativ hübsche, so relativ geil, so halt, keine Ahnung, ich denke mal schon alle. Würdet ihr die knallen, frage ich mal so? Ja. Ja. Ja, also geil. So. Auf jeden Fall habe ich die kennengelernt und war auch alles ganz schön und so. Und die hatte halt einen Freund, so dachte ich mir so die ganze Zeit so, give a fuck, Alter, da brauchst du dich nicht benehmen. Die hat eh einen Freund, auf die ist geschissen, die kannst eh nicht knallen, Alter. Habe ich mich halt so benommen, wie ich mich immer benehme, nämlich ziemlich asozial. Nein, Spaß. Dann keine Ahnung, kam das halt immer mehr so, dieser Kontakt wurde immer enger und so. Und dann irgendwann hat sie zu mir dann halt gesagt, dass sie mich mag und so, bla bla. Ihr wisst ja, ihr kennt das ja. Und ich dachte mir dann so, okay, Mädchen, du hast doch einen Freund. Dann, also davor habe ich halt schon immer mitbekommen, dass sie sich halt mit ihrem Freund öfters mal gestritten hat und so. Und dachte ich mir so, egal, give a fuck. Die war halt hübsch, so habe ich mir gedacht, gut, die kläre ich mir, Alter. War auch alles ganz nice dann halt. Außer, dass natürlich wieder die lieben Mädchen, anstatt sie die Fresse aufmachen, ihre Scheiße in ihren scheiß WhatsApp-Status schreiben. Ja, hat sie halt immer so einen Kindergarten gemacht und da dachte ich mir so, okay, alles klar. Hat mich halt ein bisschen abgefuckt alles. Und dann auf einmal so kriege ich eine Nachricht von ihr, wo sie bei mir war, wo ich sie mal halt penetriert habe. Kam dann eine Nachricht irgendwann von wegen, ja, ich brauche Zeit. Ich denke mir so, hey, was geht bei dir jetzt? Und dann habe ich halt sie gefragt, so, ja, was ich denn falsch gemacht habe, weil ich dachte halt wirklich, da denkt man als Typ wahrscheinlich immer, man hat was falsch gemacht. Natürlich, wir Typen machen nie was falsch. Und dann hat sie dann halt gesagt, so ja, sie hat noch Gefühle für ihren Ex-Freund. Weil ich mir so denke, ey, willst du mich gerade verarschen? Die hat die ganze Zeit über ihren Ex-Freund nur Scheiße gelabert. Ich mir denke, okay, Alter, das ist ja richtig der Knecht so. Und dann auf einmal geht sie wieder zu ihm zurück, dann blockiert sie mich bei WhatsApp. Ich denke mir so, hey, was soll der Scheiß, Alter? Guck mal so. Eine ganz kurze Frage, Vegas. Ja. Also wie lange war die denn mit ihrem Freund zusammen und wie lange war die dann mit dem auseinander, wo die dann mit dir schon das Techtelmechtel hatte? Angeblich auseinander. Angeblich, ja, das muss man nochmal dazu sagen. Genau. 4 Monate sind die, glaube ich, zusammen gewesen. Ja? Ja, 4 Monate und ja, wie lange ist auseinander? Also die hat mir dann ja geschrieben, sie hat mir dann bei WhatsApp geschrieben, für mich würde sie jeden Mann verlassen, wo ich mir dann so auch dachte, okay. Und ja, dann... Oha. Halt, dann habe ich mir dann nämlich, weil ich ja natürlich ein Schlitzauge bin, meine Freunde, habe ich mir natürlich das Handy von meiner Mutter geschnappt, habe da einfach mal schnell ihre Nummer eingetippt und habe mal geguckt, was denn sie jetzt so als Status hat, da sie ja immer relativ gerne ihren WhatsApp-Status verändert hat und guck einfach, ich habe es nicht gefasst, ja, keine Stunde danach, nachdem sie mich blockiert hat, hat sie wieder das Datum von sich und ihrem Ex-Freund drin, wo ich mir denke, hey, bei dir läuft, Mädchen, bei dir läuft richtig. Ja, das sind die Besten. Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Warum machen die ganzen Sluts sowas, Alter? Mal ganz ehrlich, Alter. Die kann doch... Hätte sie zu mir gesagt, hey, fick mich mal, mein Freund hat voll den kleinen Schwanz, ja. Hätte ich sie trotzdem gefickt, weißt du? So brauchst du mich nicht erstmal hier voll quatschen und voll tuseln von wegen, dass sie mich mag und sowas. Das ist halt einfach mal richtig, richtig ranzig, Alter. Das ist halt wirklich meiner Meinung nach Menschlichkeit auf dem Niveau von gar nichts. Und ja... Was sagt ihr? Die wollte auf jeden Fall mal wieder Abwechslung, ne? Ja, die wollte. Kann man ja mal wieder ganz klar sehen. Den dicken Schwanz hat sie zwar bekommen, aber... Was mich richtig ankotzt, meine Freunde, muss ich sagen, ja, es gibt so viele Missgeburten da draußen, ganz vorne voran Rambo, ja, und sogar der kleine Handelmann kriegt's hin, und so eine Baumschul-Dorfnutte irgendwie ein Jahr als Freundin zu haben. Warum tut mein... wirklich, den ich lieb habe wie ein Bruder, Vegas, wird hier von irgendeiner Hure, ich werde sie finden und abstechen, wird verarscht, Alter, er ist jetzt hier übelst schlecht drauf, ich versuche ihn aufzumuntern, so gut ich kann, ja, ich will jetzt, dass er in diesem Scheiß-Video einfach alles rauslässt, ohne Scheiß, was soll so eine Kacke, ja, ohne Scheiß, man gibt sich als Mann Mühe, man tut die Frau gut behandeln, dann wird man so verarscht, Alter, ohne Scheiß, die Hure, Alter, ich glaube einfach, die Hure, die war mit ihrem Scheiß-Hampelmann nicht zufrieden, Alter, der kriegt ihr wahrscheinlich richtig in den Arsch, so, und dann Vegas, hat der wahrscheinlich zugehört, wenn ihr nicht zugehört habt, Alter, dann spult zurück und hört euch gefällig an!
Vegas hat gesagt, ja, er war ganz normal, weil er dachte, er hat eh keine Chance bei ihr, so dies, das. Wahrscheinlich dachte sie so, die sieht halt geil aus und Mädchen denken immer so, ja, wenn sie immer von den Typen angebaggert werden, verspreche ich, wo du bist, schmeißen sie immer und so, immer, weißt, immer alle, oh, du bist so geil, du bist so hübsch, oh, alle schleimen sich bei ihr ein, aber Vegas nicht, weil er dachte ja so, ja, dies, das, die ist ja eh vergeben. Dann hat er seine Art raushängen lassen, so wie er halt ist. Und das hat ihr halt gefallen. Endlich mal ein Typ, der ihr nicht in den Arsch krabbelt, so. Dachte so, boah, dem seinen Cock will ich in den Mund nehmen, was er nicht mal getan hat. Ja, boah, ich will mich richtig von dem wegkocken lassen, Alter. Dies, das, jenes, ey. Und dann, keine Ahnung, die war wahrscheinlich mit ihrem scheiß Ex oder Freund nicht mal auseinander, die dreckige Hure, und hat sich einfach mal wieder, keine Ahnung, Weiber wollen immer mal wieder so gucken, wie sie am Markt eigentlich ankommen, so ihre Bestätigung abholen, hat sich knattern lassen, dann einfach, weißt, ohne Scheiß, und Vegas hat mir die Story einfach alles erzählt, so dies, das, einfach dann, ohne wirklich zu sagen, was eigentlich war, dann soll sie halt, mein Gott, ohne Scheiß, dann soll sie halt sagen, komm, du Missgeburt, ich hab dich verarscht, bist richtig das Opfer, verpiss dich, weißt, dann ist einfach Klarheit, weißt, aber Vegas sitzt jetzt da, ich kenn das selber, jetzt sitzt Vegas da und fragt sich, warum, was hat er denn gemacht, warum, was ist jetzt, weißt, was ist, vielleicht hat man ja auch, man denkt dann immer so, ja, vielleicht hat man aneinander vorbeigeredet, dies, das, jenes, vielleicht war es einfach nur ein riesen Missverständnis, aber die Wahrheit ist einfach, die Hure hat dich verarscht, ohne Scheiß, und du sollst auf die kacken, Bruder, Mann. Alles klar, ja. Ja, das ist halt auch so ein Ding, was ich dazu noch sagen muss, das, was mich übertrieben nervt bei wirklich so gut wie allen Tussis, und zwar, dass die nicht mit uns reden, sie, Tussis, haben keine, wir sind so einfach, ja. Männer ja. Sind so einfach. Ganz ehrlich, ich und Vegas, wir streiten nie. Wisst ihr warum? Wenn ich irgendwas mache, was ihn ankotzt oder andersrum, dann sagt Vegas einfach, ey Carsten, das und das fand ich nicht korrekt. Bitte lass das, weißt du? Dann sag ich, okay, sorry, war nicht meine Absicht, dich irgendwie zu beleidigen. Und tschüss, Alter. Aber ihr Weiber, warum redet ihr nicht mit uns? Da schreibt ihr die Scheiße lieber in eurem behinderten WhatsApp-Status. Ich zieh euch das Handy ab und schieb's euch in die Fotze, ihr Bitches, Alter. Oder ihr macht irgendeinen scheiß sinnlosen Facebook-Post, den ich wahrscheinlich eh nicht sehe, Alter. Was soll die Kacke? Warum sagt ihr das nicht? Da werden wir demnächst auch mal ordentlich drüber abfinden, über diese Facebook-Post, über die AskFM-Scheiße. Das regt mich auch irgendwie auf. Gleich Ankündigung-Ding, Alter. Ja, können wir ja direkt mal machen, also Schlampen Nummer 15 kommt beim Allotrix auf dem Channel, da wird ordentlich geballt, also was ich da für Screenshots mittlerweile gesammelt habe, AskFM, Facebook, freuen, Instagram, also euer Pimmel bricht einfach ab, direkt durch die Mitte durch, also es ist unglaublich. Penisbruch, Alter. Und ich muss sowieso, also ganz ehrlich, das ist mir auch mal aufgefallen, Typen an sich, die kriegen untereinander fast nie Stress. Es gibt fast nie Stress, aber Tussen, diese ganzen Bitches, wenn sich Typen streiten, hakt da mal nach, wegen was streiten sich Typen eigentlich nur wegen Bitches? Wegen Tussen, Alter. Ja, Alter, Bruder vor Luder, Leute, der Spruch ist eigentlich so wahr, wie es nur, ohne Scheiß, Vegas hat letztens mich zitiert, ohne Scheiß, wenn die Tussen, wenn die nicht das Glück hätten, das ist einfach das Glück, wir sind das starke Geschlecht, wenn die nicht das Glück hätten, dass wir die ficken wollen, wird die keine Sau brauchen. Niemand wird die brauchen, Alter. Dann, wenn die mich voll labern würden, Wer würde sich denn den Scheiß dann geben? Das gibt sich doch keiner freiwillig. Wer gibt sich das dann freiwillig, Mann? Die nerven doch nur rum, Alter. Für Pisse anhören muss. Und wisst ihr, was das ist? Was auch richtig krass ist, Alter? Hey, wirklich. Frauen gucken halt echt RTL. Das sind doch keine Menschen. Ja, überwiegend. Alter. Wirklich, RTL, und Alter. Kinder. Und Harzer. Ich war hier bei mir mit ihr, ja? Und die zwingt mich, Berlin Tag und Nacht zu gucken. Ich hab fast geheult. Aber soll ich dir was sagen? Ich hab fast geheult, Jungs. Anhand dessen kannst du doch eigentlich schon sehen, dass sie auch in dieser Welt lebt. Durch diese ganzen Fernsehsendungen, die denken ja auch noch, das wäre real, weißt du, dass jeder mit jedem und so. Das ist total behindert, bekloppt. Ich hasse die so hart dafür. Mann, das regt mich einfach nur übertrieben auf, Mann. Ey, nochmal, was mir dazu perfekt einfällt, es gibt einen jungen Mann auf YouTube, der hat mal die True Stories erzählt, und zwar Asitoni, Alter. Wenn ihr Asitoni nicht kennt, Mann. Geht mal auf Asitoni, Alter. Das ist zwar so alt, Mann, das kennt auch jetzt schon mittlerweile jeder, aber der Typ hat so recht, Alter. Der Typ ist so der Gott, Mann. Der hat so den Plan, Alter, den ihr nicht habt, Mann, ey. Boah, ey, ohne Scheiß, immer die Bitches, Jungs. Alter. Bei Frauen mir war auch eine geile Aktion. Ich frag mich, haben Mädchen irgendwie Langeweile? Wisst ihr, wenn ich Langeweile habe als Zocker, ich habe keine Langeweile. So, wenn ich Langeweile habe, zock ich. Dann leveln wir, Alter. Ich frag mich, was machen eigentlich Weiber den ganzen Tag, außer an ihrer ekligen Muschi rumspielen? Eigentlich so, die Muschis, Alter, wie eklig die sind. Uah, uah.
Weg! Esperanz Gomez, Digga, Alter. Ah, nee. Alter. Und ohne Scheiß, ne? Haben die eigentlich den ganzen Tag Langeweile? Ich hab auch mit einer, die. Jessica, du Hure, ich weiß ganz genau, dass du das Video hörst. Ich schwör's, ich werde dich irgendwann finden, Alter. Ich komm. Naja, ich sag nicht, wo du wohnst, Alter. Ich komm aber noch dahin. Ich stech dich ab, du dreckige Hure, Alter. Ohne Scheiß, ich hab mit der 3 Monate gechattet, ja? 3 Monate, ja? Und dann, wir haben uns so gut verstanden. Keine Ahnung, wenn die Bilder von ihr gefaked wären. Wäre doch kein Problem gewesen. Ich habe ihre Art zu schätzen gelernt, ja, aber die war kein Fake. Die musste mir Nummerbilder machen und so, dies, das, ihr wisst Bescheid. Die war kein Fake. Ich weiß einfach nicht, was war ihr Problem, ja? Ja, die sind dann muss endlich mal. Und dann Gott im ohne Himmel, Scheiß, Alter. Und dann, wo es dann mal zum Treffen gekommen wäre, ich fahr dahin, ja, und die holt mich einfach nicht vom Bahnhof ab. Sie holt mich einfach nicht ab. Und ohne Scheiß, genau wie bei Vegas, die hat mich dann auch überall blockiert, dies, das, ja, wunderbar, prima. Und dann denke ich mir auch so, ja super, warum jetzt? Was habe ich denn eigentlich gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Du sitzt dann da und denkst dir einfach, scheiße Mann, warum? Ja, ohne Scheiß. Ja. Und dann fragen die Weiber sich, warum man dann immer zum Arschloch wird. Man merkt doch, okay, wenn man die Weiber gut behandelt, dann, ja, dann kommt sowas, Alter. Dann ficken die einen. Nee, dann fick ich euch ganz einfach, Alter. Dann fick ich eure Mutter, dann fick ich eure Schwestern, dann fick ich auch noch euren ekligen Vater, Alter. Und der Brücke seinen Penny sucht, Alter. Sektory, Alter. Meine Fresse, das regt mich auf, Alter. Ohne Scheiß, vor allem aufgepasst, bei dir war das ja 3 Monate, bei mir ging das ja 6 Monate. In Schlampen 9, ich hab ja gestern noch drüber geredet. Ich verlink's euch, gönnt euch die Story. Das Video geht schön lang, aber ohne Scheiß, das müsst ihr euch gönnen. Bitte, müsst ihr euch gönnen! Vor allem, Leute, ohne Scheiß, wenn ihr viel im Internet unterwegs seid und da auch die ganzen Zocker-Girls am Start habt und so, gebt euch diese Story. Das ist kein Scheiß. Elotrix ist ja genau dasselbe passiert, nur dass bei mir 6 Monate ging und ich raff auch einfach nicht, was bei dem los ist. Deine war Mutter, Digga, meine war 21. Ja, das muss man auch noch sagen. 26 und Mutter, ja, meine Güte. Ja, was ist bei der schief? Und Mutter, ja. Was ist bei der traurig, schief? Und mittlerweile habe ich ja noch mehr rausgefunden, ja, das habe ich ja im Video gar nicht mehr gesagt. Digga, kannst du nochmal die letzten Worte an sie richten, noch, weil ich fand die so gut. Hast du die im Kopf? Die waren so ungefähr so, von wegen, sie wollte von mir gut durchgefickt werden und mit diesem Video habe ich dich schön durchgefickt. Ja, das waren so meine letzten Worte an sie. Ja, die hat es provoziert, die wollte mal im Mittelpunkt stehen, das war so eine richtige, themengeile, Mittelpunkt stehende, dumme Kuh. Und allgemein, Weiber, das könnt ihr euch merken, die wollen immer im Mittelpunkt stehen, die brauchen Aufmerksamkeit von jeder Seite, auch wenn es Mädels gibt, die... Das Einzige, was die kriegen, ist mein Pimmel auf dem Kopf, ich schieb mal meinen Schwanz in ihren Mittelpunkt, Alter. Die wollen im Mittelpunkt stehen, Alter. Vor allem Elotrix Vegas, wie oft sagen die, ja, ich bin nicht so eine, ich brauche nicht so viel Aufmerksamkeit, aber die nerven trotzdem, sie brauchen sie alle. Jungs, und vor allem, Vegas, bevor wir es vergessen, fallen Vegas genau dieselbe Scheiße wie bei mir und Jessica. Vegas hat mit ihr über Verarschen und so gelabert. Ja. Und ich mit dieser Jessica auch. Ich so, ja, da gibt's so voll die peinlichen Leute, die dann so Leute verarschen, wie was für Hobbys haben die, wie wenig und so. Und die so, ja, voll die Missgebühren, ja, Alter. Dann sind die was ist mit der, bei Alter? Mir war das des Jungs, ich hab so richtig nice WhatsApp-Status. Ich hab als WhatsApp-Status immer drin gehabt, alles Schlampen außer Mutti mit so einem Herz. Und in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, in der Zeit hat sie mich damals mal angeschrieben, ja, welche Schlampe hat dein Herz gebrochen, dass du so einen Status drin hast? So, und das sind ja nicht alles Schlampen und so. Und jetzt mal ganz ehrlich, dieser Zeitraum war relativ klein. Es war, glaube ich, ein Zeitraum von 2 bis 3 Wochen. Vor 2 bis 3 Wochen hat sie mich das gefragt. Und jetzt müsste sie dieselbe Frage nochmal heute stellen und dann hätte sie ihren Namen als Antwort. Das müsst ihr euch mal geben. Was ist das denn, Alter? Sind die denn komplett behindert? Womit denken denn die Frauen? Wo sind denn eure Gehirne? Ey, übrigens, ja, hier alle Schlampen. Und die keine Dinge haben, keine Titten, Alter, keine Ahnung, wo das dann hängt, ey. Ja vor allem hier alle Ferse oder so. Ey, alle Schlampen außer Mutti, genau so heißt mein Schlampen 9. Alle Schlampen außer Mutti, .. Bitch, please. Ja, weil heutzutage selbst die Mütter. Bitch, please. Ja, selbst die Mütter, wie man sieht, ja, sind schon komplett durch, ja. Einfach an komplett sich, Digga, durch Mann, in der Birne. An sich, Mann. Alter, ich weiß nicht. Das ist ja, wir kommen jetzt, hier kommen wieder Kommentare von wegen Frauenhasser und so eine Scheiße, das könnt ihr euch gleich in den Arsch stecken, ihr Fetten. Aber es heißt immer, Männer sind die Arschlöcher, was machen denn die Bitches, Alter? Ihr seid leben vom Prinzip im Internet, die Rose, Alter. Die haben so viel Langeweile einfach. Ihr könnt euch ja nicht mal einwichsen, ihr habt ja nicht mal einen Schwanz. Hey, ihr fingert euch ein auf eure scheiß Instagram, Piss, Drecks, Facebook, Scheiß-Likes, Alter. Digga, dazu kommt noch ein eigenes Video, ohne Scheiß, Alter. Ja, klar, machen wir diese auf jeden Fall. Diese virtuelle Bestätigung, was Alter. Ist und die ganzen denn das, kleinen Alter? Schwuchteln geben sie ihr. Oh, du bist so geil, oh. Oh, du bist so hübsch. Oh, nee, du bist so. Was hast du in deinem Social Media Bullshit gesagt? Da machen die Fotzen noch seltener die Beine breit. Ja, Alter, dann machen sie noch seltener die Beine breit, Alter.
Was soll der Scheiß, Alter? Ganz ehrlich, Internet gehört wieder abgeschafft. Wenn, ohne Scheiß würden sie so eine Kacke abziehen, wenn man sich immer persönlich treffen würde, würden sie sich doch das gar machen nicht trauen, sie nicht, das Alter. Machen sie nicht, das machen sie nicht. Wenn du vor den Personen stehst, haben sie mal gar keine... Die kann mich gar nicht voll labern, weil sie meinen Schwanz im Mund hat, ey. Ja, Alter, kriegst du Dreckkock gedrückt, Alter. Dreckfresse. Ohne Witze. So, Leute, ich hoffe, ihr stimmt uns dazu. Die Weiber können sich mal herzlich verpissen, geht wieder in die Küche, alle mir scheißegal, ja, was Mann, ihr Alter, macht. Ja, Mann, macht mir erstmal zu essen, ich hab Hunger, ey. Ohne Scheiß, ich rieche auch kein Ding, Alter. Vegas, ich hoffe, das hat dich befreit. Ich hoffe, dir geht's jetzt besser, mein Freund. Ich bin sexuell befriedigt, ich habe gerade einen Samenerguss bekommen. Und ja, wenn du dann das würde ich hier sagen, hast, fühl Vegas, dich gegrüßt. Ja, fühl dich gegrüßt, ho, Alter. Kannst du ihren Namen sagen? Nein, mach ich nicht. Nee, okay. Die wird sich schon angesprochen fühlen. Ja, ihr Bruder schaut die Videos. Ja, ihr Bruder schaut die Videos, wie ich gehört habe. Was geht bei dir? Ja, ja, wir meinen deine Schwester, Alter. Die ist richtig die eklige, Alter. Richtig die eklige, Alter. Die alte Fatma. Aber gebückt hat sie sich trotzdem für Vegas, Alter. Ja, ja. Das Biest im Bett, habe ich gehört, Alter. Richtig große Fresse, Alter. Und dann bei Doggy-Style einfach bücken, Kopf nach unten, gar nichts mehr machen. Hässliche Slut, Alter. Und dann nicht mehr. Lern erstmal ficken, du dreckige Hure, Alter. Kannst wahrscheinlich nicht mal kochen, Alter. Im Bett kannst du auch nicht was. Du bist gar keine Frau, Alter. Du bist einfach nur. Da bringt mir mein Schrank mehr, der ist wenigstens zu was nutze. Da kann ich was reinmachen, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Halt bloß die Fresse, Mann. So, Leute. Danke, Biber, dass du da warst. Kein Problem. Ich verlinke euch auch mal das Video von mir und Biber. Er musste es ja leider löschen. Warum? Stories gibt es genug davon auf seinem Channel, warum das alles passiert ist. Oh, ja. Verlinke ich euch das auch. Sollte aber Schlampen 15 wird kommen, meine Freunde. Genau hier auf Kanal. Dann Vegas. Danke, dass du da warst. Wie gesagt, jo, hoffe, es hat dich befreit. Ja. So, dann sag ich dir noch Tschüss und dann gibt's, dann gibt's meine... Und jetzt erstmal der Vegas. So. Ja. Ja, Vegas auf jeden Fall. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und lasst eine Bewertung da, damit wir sehen, ob ihr uns zustimmt oder nicht. Und ob ihr mehr so hier in dem Trio wollt, Alter. Ja, Mann, wenn ihr mehr von den drei Bossen haben wollt, Alter, Daumen nach oben. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mal sagen, bitte. Danke fürs Schauen und vergesst nicht zu liken, ihr Wichser! Ja, Leute, lasst euch gut gehen, außer den Bitches, Alter. Haut rein, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.